Ja, willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge der Abenteuer der Eierdiebe. Ich bin gerade auf dem Weg, ein Versorgungsflug zu unternehmen. Wir haben einen weiteren Quetzal schlafen gelegt und wollen den jetzt erwerben. Er wird im Moment bewacht von Azrak. So ist es mit der Knarre im Anschlag. Und Belaine. Jo, grüßt euch. Gerade mit dem Rex. Ein Im Rex. echten? Ja. Okay, wo denn? Ah, Tabachara geht siegreich hervor. Ja, davon gehe ich mal schwerpunktmäßig aus. Gegen Rex? Ja, das ist aber eine Leistung. Ja, gerade 25er Rex platt gemacht. Okay. Das ist Ja, eigentlich eine nicht das, kleine was ich Kampfsau. üblicherweise von denen erwarte. Ja, auch Aber sein schön, schön, dass er es gekonnt hat. Ja. Ja, Fand kommt oft. fand ich auch gut, dass ich nicht gestorben bin. So. Ja, klar. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich das gelumpt habe. Also sprich die Kibbel, Hinten waren Rex, okay. die ich gelagert habe. Ich meine, das wären in einem von den Vögeln noch drin. Oder aber ich wäre ordentlich gewesen und hätte sie in den Kühlschrank gerannt, aber das glaube ich nicht. Wir haben mir da hinten noch mehr. Also, Pteranodon, Rex, Eikibbel ist schon richtig. Dann war also noch ein separates. Ja. Die Bloody Mary ist ein Mädchen. Okay, dann haben wir also junge Mädchen. Das Weibchen wären vorzuziehen momentan. Wegen Eichen. Eichen. Ja. Ja, erstmal einen dritten haben auf keinen Ja, Fall. eben, man nimmt ja, was man kriegen kann. So sieht's aus. Danach kann man wählerisch werden. Ja. Genau. Was ist da los? Mit wem kämpfst du da hinten? Ein Raptor. Raptor. Okay. Das heißt, der Spawn der Raptoren geht wieder los. Ja, gut, das ist klar. So mehr du halt hier platt machst, kann halt Neues nach. Gott, Junge. Vielleicht haben wir Glück und es spawnen Allosaurier, wer weiß. Ja, das wäre geil, oder? Das wäre praktisch. Mein Gott. Ach du Scheiße. Reise ist nicht das, was wir hören. Ist das? Naja, sind das drei oder vier Eier? Drei. Nur drei. Von einem Vogel. Sei ja Segen. Ach, Doorframes sind das, okay. Das sind Doorframes, ja. Sehen noch nichts, keine Gefahr. Brauchen wir was außer dem Kibbel? Achso, Narcotics hat man ja gesagt. Narcotics, weil die gehen hier langsam aus. Ja, daran haben wir ja sowieso ein bisschen einen Mangel. In dem einen Holzschrank, ganz am Ende, da sind noch welche drin. Ja, Ich habe auch meine ich. noch. Ja, Ich habe genau. noch welche in Auftrag gegeben, die müssten noch im Mörser Das liegen. müsste reichen. Das müsste reichen, die 100. Ah, hier sind noch. Das ist gut.
Wenn es durchgehen würde, hätten wir ja zum Quetzal. Ja. Der Quetzal-Gang aufmachen. So. Ich richtig interessant wird es natürlich, wenn wir einen Plattformsattel für einen von denen haben. Okay. Ja, dann ist es mit dem Fangen von neuen Quetzals ein Klacks. Ja, okay. Wobei, durch das Gewehr, was wir haben. Ja. Schlecht ist es jetzt gerade nicht von. Upsi. Nein, hohen Level, da hätten wir schon ein paar Mal drauf schießen müssen. Ob das Update nächste Woche kommt. Was für ein Update? Vier Tiere. Was für ein Tier? Vier Tiere und jede Menge andere Sachen. Unter anderem die generischen Karten. Das heißt, das Center wird nochmal neu aufgewürfelt? Nee, oder? Nee, nein. Es gibt dann Karten, die er sozusagen anhand eines Seeds würfelt. So ähnlich wie der. Wie war's? Bei 7 Days to Die. Ja. Ja, random, Jen. Random. Mhm. Ziemlich cool. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, das wäre die logische Konsequenz dann, um das weiterzuführen. Ja. Naja, vor allen Dingen nimmt es halt den Wind aus den Segeln, dass die Leute die Karten hier so gut kennen. Kommen wir zurück. So bekannt ist über die Karten, dass man quasi alle guten Plätze schon belegt sind. Ja, klar. Und das wäre mit so einer Karte natürlich dann schon eine ganz andere Geschichte. Absolut. Vorsicht, wir haben wieder Raptoren hier. Ja, ich bin an einem schon dran. Mhm. Da ist er. Da hinten. Macht's über eine Schildkröte her. Mehr links. Mehr links, Guzman. Mehr links. Jawohl, da hinten. Siehst du? Alles klar. Ist schon gesichtet. Okay. Das ist Perlane. Na, den hätte es gelohnt zu zähmen, ne? Da haben wir jetzt nicht die Kapazität für. 125, naja. Bisschen Prime Meat hätten wir schon noch zusammengekriegt. Narcotics kannst du dem Vogel entnehmen. Okay, mach ich gleich. Ein bisschen Sichtbehinderung wegmachen. Was ist der Quetzal 20, ja? Der schiebt schon ordentlich Kohldampf. Ja, noch ein Rex. So. So, die ganzen Schrotter da rein. 125er Rex-Menschen. Unten am Strand. Cool. Ja, die Frage ist, betäuben oder töten? Wenn er uns nicht irgendwie nervt, dann ist alles gut. Wo hast du den Kippel? Ich sehe den gerade nicht. Was? Den Kippel? Oder ja. Hast du einen einstecken? Den habe ich noch einstecken. Ja, okay, dann kann ich ihn ja nicht rausnehmen. So, Moment.
Einstellungen. Ja, also die Hälfte ist von seinem Hunger, von der gesamten Menge. 700 hat er jetzt Hunger. Ach, Gratschen. Ich glaube, der braucht auch nicht mehr wie 2 oder 3 Kibbel, oder? Dann müsste doch schon direkt uns gehören. Wo ist denn jetzt die Einstellung? Kann ich die Parameter ändern? Das ist ja blöd gemacht. Ach jo. Magst du mir gerade mal 3 Kibbel geben? Oder in deinem Flieger? Moment, Sekunde. Mann, hier unten ist was los. Marlene, magst du wieder hochkommen? Ja, sofort. So, sind im Vogel. Nicht mehr auspacken als... Naja, das kennst du schon. Klar. Ja. Das muss mal gucken, wo das ist. Das ist ein bisschen kryptisch. Ob der Rex kommt, hier unten eh in Bedrängnis. Uns wird so viel angelegt. Steht auf. Moment, ich brauche doch noch mehr als. Ich habe 5 genommen, aber ich brauche ein bisschen mehr. Aufnehmen. Wo ist. Wieder aufgenommen. Tu sie mal wieder in den Vogel rein, bitte. Mir fehlen noch 5. Vogel drin. Und der Ausrüstung. Okay. Eieiei. Wunderbar. Okay. So. So. Warte mal, du sollst nicht mir folgen. Großmann, kannst du auf bei dir einstellen, dass er dir folgt? Verlehn wieder zurück. Verlehn, kommst du? Bin hier. Wir haben ihn. Hey. So, da können wir nämlich noch hier die Fundamente und den Kram abbauen und dann alles wieder dann in den Quetzal rein, die Fundamente, nehme ich an. Ja. Und Teile. Guck mir das gerade unten am Strand nochmal an. Okay. Ja, das war ja cool. Ja, lebt der Rex noch oder was? Ich guck mal, ob er noch lebt. Ja, super. Aber nicht mehr lange. Ist super blutig und wird von 3 Ankylos und einem Bronto. Ja, na gut, das ist ja auch blöd. Das ist. Dann hat sich's erledigt. Dann ist es ja auch ein dummes Tier. Sowas brauchen wir gar nicht. Nö. Killstil.
Aber du kannst wahrscheinlich noch looten, oder? Ja, ich hab den letzten Treffer auf ihn gelandet. Schön, gib direkt ein Level für den 125er. Teile. Oh, holst du mich wieder ab? Ja, komm mal. Hervorragend. Level 29 ist er. Warum auch nicht, ne? Ja. Okay. Muss man bringen nach Hause. Ich sitze bei dir auf. Ah, stimmt, Vordersitz. Jo. So. Ach, wie schön. Das ist echt mal angenehm. Du sitzt da, kannst dich befliegen lassen, kannst mal ein bisschen rumgucken. Ist doch chauffiert, ja. Ja, was wir natürlich machen können, wir können natürlich nach Airdrops noch ein bisschen Ausschau halten. Wenn wir was Leckeres sehen, können wir es. Die schuddert. Da vorne, das ist ein Weißer, das ist so ein Anfängerding. Das ja, uninteressant. Ja, total. Beine abgehängt. Einen coolen Airdrop siehst du im Moment auch nicht, oder? Nee. Moment. Was sind das Alos? Könnten sein, ja. Ja, das sind. Ja. Da leuchtet aber was rot. Ein Anführer. Ja. Kann es sein, dass die einen Anführer haben? Genau, das ist das Alpha-Tier. Okay, dann merken wir uns die Stelle und fliegen jetzt erstmal nach Hause. Bringen wir erstmal die Beute heim. Und ich brauche auch neue Betäubungsdinger. Okay, da wissen wir ja, wo welche sind. Jo. Ist ja cool. Wer sucht, der findet, hä? Der blaue Airdrop im Wasser, den lassen wir mal nicht. Also das nee. Machen wir nicht im Wasser. Wasser ist scheiße. Aquaman ist scheiße. Da muss ich gerade zitieren. Aquaman ist scheiße. Da lustig. Der Airdrop. Ich mache mir erstmal noch mal ein paar Betäubungspfeile. Ja, wir werden ein paar brauchen, denke ich an. Okay. Ha, hab's doch richtig gesehen.
zwei Eichen aufgelesen. Nee. So, ich brauche Narkotics. Meo. Wie ist das Fleisch? Ich grill gerade mal das Primate, das ich abgegriffen habe. Ja. Ich gucke, dass ich neue Narcotics herstellen kann. Haben wir denn noch Narcoberries? Ich habe ein paar hunderte einstecken gerade. So, ich stehe jetzt alle her. Wie war denn das? Da war das hier drin? Genau, hier. So, Cactus Prime Meat ist in den Trockenschränken. Das war doch die Zündpaste, damit das lief. Spark Powder war das. Das ist ja Quatsch. Okay. Holzkohle. Habe ich hier noch Dings drin? Sechs Stück. Kohle. Das ist eh wurscht, weil. Haben wir nicht. So. Na gut. Ich brauche für die Darts. Polymer. Helene, hattest du vorhin mit dem Pronto auch Bären geholt? Ja, die Narcos habe ich rausgeholt, aber ein paar normale müssten noch drin sein. Achso, okay. Dann.
wieder zurück im Schweinsgalopp. Okay, Fasern. Komm her. Nimm gerade mal einen Papierflieger und check noch mal, ob die Alus noch da sind oder ob sie sich bewegt haben oder tot sind. Diese Darts sind so unglaublich teuer. Da tut jeder Fehlschuss tut direkt weh. Och, jetzt sind es die fehlen, das gibt's so nicht. Wo haben wir die nochmal herbekommen? Was? Wo haben wir diese seltenen Blumen? Okay, die fehlen uns gerade. Die sind alle verbraucht im Moment, die Kit waren. Oh man. Was denn? Ein Allosaurier ist tot. Okay, brauchen wir auch nicht alle. Ah, zwei sind tot. Was für den dritten? Noch lebt er? Ist das ein Weibchen? Man kann nicht gucken. Menschen Level 15. Was haben wir denn eigentlich? Menschen oder Weibchen? Wir hätten ein Weibchen. Dann wäre das Männchen doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja, aber es ist halt ein bisschen niedrig, ne? Wenn ich es retten kann. Haben ein Gewehr. Also lieber nehme ich erstmal was Kleines. Außerdem verstärken die sich doch eh, wenn wir sind. Ich muss erst mit dem Papierflieger in Bronto umlegen. Okay, dritter Alu ist auch tot. Okay, aber wir wissen, dass sie da vorkommen. Ja. Ja, das wissen wir sowieso. Da die tot sind, können die wieder neu spawnen. Das wissen wir sowieso. Das hätte ich dir sagen können. Was meinst du, warum ich vorhin da geguckt habe?
Und wenigstens gab es ein bisschen Prime Meat. Welche Pflanze genau musst du denn eine Pflanze bekommt? Das war, glaube ich, das niedrige Gestrüpp und diese schwarzen, schwarz-grauen, okay, die so ein bisschen unscheinbar sind. Wir haben auch noch unsere Verteidigungspflanzen. Wollen wir die nicht auch irgendwann mal aussehen? Unsere X-Pflanzen. Da brauchen wir große Kropplatzbewässerung dafür. Bewässerung nicht unbedingt, aber Bewässerung wäre schon gut. Und ja, dann müssen wir sich überlegen, wo man sie hinplatziert. Genau, das wäre die einzig große Frage. Guck mal. Weil das große Ding, das kann ich. Das wäre nicht das Problem. Ich muss nur wissen, wo ich es hinbauen muss. Tja, jetzt ist blöd, dass wir keinen Mammut haben, ne? Mit dem Mammut könnte man mal eben ins Dings fliegen und was holen. ins was fliegen? In den Sumpf und die Blumen holen. Okay, mit dem Mammut geht das, ja? Mammut kannst du an Querzahl dranhängen. Hat schon einer von euch den Bergbauhelm probiert? Was heißt probiert? Ich fand, also vor langer Zeit, aber ich fand ihn damals nie so toll. Okay, wegen der Lichtquelle dran. Ja, hast du Funzel. Okay. Also lohnt sich nicht, dem nachzueifern. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht sehr toll. Alles klar. Okay, wenigstens nochmal 14 Prime Meat. Mal, was ein Mammut uns kosten würde, was wir da brauchen. Ja, holen wir uns doch gerade eins. Ich will auch. Dann lass uns lieber ein Mammut holen. Schön, können wir das wegtragen, wenn wir es betäubt haben? Oder können wir es Nein, wenn wir es betäubt haben, ein betäubtes Tier kannst du nicht wegnehmen. Nee, wenn wir mit dem Großen ankommen, können wir es wegtragen irgendwo hin? Wie bereits erwähnt, ist das Tier, was mit dem Quetzal transportabel ist, ja. Ja, perfekt. Haben wir irgendwo einen Zähmenkäfig oder so? Nee, ne? Wir müssten einen bauen. Ja, ich hab die Bauteile. Warte mal, wie viel sind das? Ich sag jetzt mal, Mammut ist jetzt nicht so brandgefährlich. Nee. Aber das passt in 3x3. Und dann bräuchte man. Vielleicht mal noch ein paar Wände. Kann ich gerade machen und dann können wir uns vor Ort einen Zähmkäfig machen. Okay, ich flieg schon mal los. Ich gucke, ob ich mir gerade einen abgreifen kann. Wir müssten eh mal so ein Zähmareal machen, oder? Aber ich glaube, das ist eher was für die nächste Folge. Und was meinst du mit Zähmareal? Naja, ah, dass man mal so ein festes Karree macht, wo man unsere Gezähmten reinwerfen kann. Ach so, ja. Damit wir es nicht immer auf- und abbauen müssen.
So. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir dort vor Ort eins aufbauen. Ach so, okay. Warte mal, Raptor-Kibbel. Braucht der. In welche Richtung bist denn du, Asrak? Westlich, West-Nordwest. Hey. Aua, Schlange hat mich gebissen. Blödes Vieh. Fliegst du schon irgendwie ganz oben? Eine Luftschlange. Nee, über den Sumpf gewesen. Aber ich glaube, wir müssen diese Folge jetzt beenden. Beenden Sie das. Ja, ich nehme mal an, dass es irgendwas hieß von wegen beende das. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir am Kippelkochen sind und Mammuts suchen sind. Bleibt uns gewogen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Dr. Bob sagen hören wollt, wie war das jetzt eigentlich? Wie setzt sich dieses Raptorenkibbel zusammen? Bis dahin verabschiedet euch jetzt Azrak und Perlaine. Tschüss. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.